Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe ein bisschen was mitgebracht, und zwar dieses Säckchen hier. Und da ist sich drin unter anderem ein bisschen. Und wenn man die Kamera festschraubt, dann fährt sie auch nicht woanders hin. Da ist drin ein wenig Kienspan, verschiedene Art. Hier, der ist zwar dünn, aber auch ein anderer. Da ist drin der, wo ist er? Hier ist er, der Light My Fire Fire Stil. Ne? Das ist auch mehr oder weniger der Hauptanlass für dieses Video, weil der Light My Fire Fire Stil ja den Ruf hat, also wenn man Amazon-Bewertungen und Ähnlichem glauben darf, vielen entsprechenden Amazon-Bewertungen, der beste Fire Stil auf dem Markt zu sein, ne? Den man für Geld kaufen kann. Und tatsächlich macht er definitiv Funken. Er macht auch recht viele Funken. Aber das kann ich so natürlich nicht stehen lassen. Und habe mir mal diverse andere Fire-Stile eben zum Vergleich organisiert. Beziehungsweise mitgenommen. Ne? Ich habe sie nicht extra gekauft. Das hier war mein zweiter, den ich mir geleistet habe. Das ist der Insta-Blaze von Powerflint, glaube ich, müsste ich noch mal nachgucken. Ich weiß auch gar nicht, wo man den heutzutage noch herkriegt. Und der ist jetzt tatsächlich von der Machart her ganz anders, weil ihr seht es vielleicht, der macht nicht viele Funken, der macht einen großen sozusagen. Ne? Und außerdem, da reicht wirklich ganz leichtes Drüberstreichen, so, total locker kitzeln und schon gibt's Funken. Das ist bei Modellen wie halt eben dem, na wo habe ich ihn jetzt hin? Ach, ich habe ihn in der Hand. dem Light My Fire anders. Wenn man da nur ein bisschen drüber fährt, dann kratzt man Material ab. Das kann ja auch hilfreich sein, aber man muss schon mit Schmackes wirklich ran, wenn man echt einen Funken haben möchte. Also da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ich persönlich war eigentlich immer ganz glücklich mit dem, als ich den noch viel benutzt habe. Jetzt habe ich ihn ganz lange nicht mehr benutzt, weil ich inzwischen wirklich viele Fire Steels habe. Und ja, mal schauen, so im Vergleich. Ne? Dann habe ich dabei diesen selbstgebauten. Der klebt am Kienspan, hat noch ein schönes entsprechendes Bändchen. Und ich mache nachher auch noch das Windschutzdingens an die Kamera. Und auch der macht ordentlich Funken, die vor allen Dingen recht weit fliegen, wie ihr hier sehen könnt. Vielleicht, ne? Ich hoffe, man kann es erkennen auf der Kamera. Wir sehen es dann gleich noch im Detail. Dann habe ich noch dabei, spaßeshalber, meinen allerersten. Das ist auch ein Insta-Blaze, aber ein kleiner. Und der macht auch wieder, er ist ähnliche Bauart wie der große. Macht auch wieder beim kleines bisschen drüber streichen bereits erste Funken. Ne? Aber nie so viele wie so ein richtig krasser Strike, ne? An dem hier. Also so rein von der Funkenmenge ist das, glaube ich, schon am meisten gefühlt. So, und dann habe ich spaßeshalber nochmal ein anderes Modell. Der hier. Das ist, glaube ich, mal ein Werbegeschenk gewesen, hatte ich dann auch weitergeschenkt bekommen. Also da kann ich euch nicht sagen, was der Hersteller ist. Der macht einen Funken, der aber sehr weit fliegt und vor allen Dingen vergleichsweise lange glüht. Aber es ist im Wesentlichen tatsächlich nur ein Funken. Der hüpft dann halt natürlich hoch und fällt jetzt runter, schwerkraftbedingt. Ja, da konnte man es gut sehen. Also so ein bis zwei richtig fette Funken. Wie gesagt, die glühen relativ lange, ist auch nochmal ganz andere Anwendungsweise irgendwo. Ne? Also das Funkenbild sieht jeweils teilweise durchaus unterschiedlich aus bei meinen Beispieldingern hier. Und dann habe ich spaßeshalber noch den, der im Opinel Explore verbaut ist. Opinel Explore habe ich nicht mitgenommen. Man muss ja Gewicht sparen. und der ist so ein Mittelding. Der ist echt so ein richtiges Mittelding. Der macht auch schon recht früh Funken mit recht wenig Druck. Und dann ähnlich wie hier der rote Insta-Blaze. Aber doch nicht ganz. Also man braucht schon etwas mehr Druck. Und ich habe inzwischen übrigens noch einen Ersatz dafür geschenkt bekommen. Ne? Und deswegen
kann ich hier auch ein bisschen jetzt mit rumspielen. Der funktioniert definitiv. Vielleicht ist er so im direkten Vergleich zu den reinen Dingern, die jetzt nicht nur in einem Messer verbaut sind, eher ein nicht ganz so guter. Und ich habe noch für Freunde des Light My Fire Messers, ne, des Mora Light My Fire Kooperationsmesser, Swedish Fire Knife nennt sich das, glaube ich, habe ich das Ding auch noch dabei und da ist ja auch noch ein Fire Steel eingebaut, den reiße ich dann nachher auch mit dem gleichen Anreißer wie alle anderen an, damit wir eine Vergleichsmöglichkeit haben, aber natürlich auch der macht ordentlich Funken und das ist quasi baubedingt der gleiche wie der hier Light My Fire, ne? So, und jetzt baue ich mal ein paar standardisierte Zunder und dann gucken wir doch mal, was da die Unterschiede sind und wie die jeweils unterschiedlich gut oder schlecht funktionieren. Bin ich selber gespannt. Da ich wie bei allen technischen Dingen hier nur mittelmäßig begabt bin, bin ich auf keinen Fall der größte Großmeister des Fire Steels, der jemals vom Baum gefallen ist. Aber das macht ja nichts, weil das hier ist ja das Internet. Das heißt, auf jeden Fall wird dieses Video vom größten Meister des Fire Steels, der jemals gelebt hat, geguckt werden. Und der wird uns selbstverständlich auch einen entsprechenden Kommentar hinterlassen, wo er darauf hinweist, dass seine Expertise im Umgang mit dem Fire Steel völlig unübertroffen ist. Und danach sind wir vielleicht schlauer, ich wage es zu bezweifeln, aber ja, vielleicht haben wir dann alle ein bisschen Spaß mit den Kommentaren und den entsprechenden Großmeistern, die sich darin um den Titel sozusagen streiten, denke ich mal. Also ich kann es nicht besser als hier gezeigt, aber es reicht für den Zweck dieses Videos meines Wissens trotzdem aus und am Ende brennt's. Und das ist, glaube ich, das, worauf es ankommt. Aber ist nur meine Meinung, wer das unbedingt anders sehen möchte, der kann das dann halt gegebenenfalls in den Kommentaren gerne tun. Sodala. So, das ist hier jetzt meine Feuerexperimentierstation. Inzwischen auch mit Mikrofonpuffer, heißt, falls Windgeräusche drin waren, müssten sie jetzt weg sein. Das sind standardisierte Zunderhäufchen. Die sind nicht exakt gleich groß, die sind aber ungefähr identisch und für den geringfügigen, minimalen wissenschaftlichen Anspruch dessen, was ich hier tue, müssen die jetzt einfach mal reichen, weil ich wirklich nicht weiß, wie ich besser standardisierte Zunder machen soll, als mit dieser Methode. Immer gleiche Stückchen sparen, gleicher Länge. Auf gleichem Holzklotz, im gleichen Winkel aufstützen und mit dem gleichen Klingenrücken und versuchen mit gleichem Druck 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 mal diesen, ne? Und das gibt dann eine in etwa vergleichbare Menge Zunder und vor allen Dingen mit einer vergleichbaren Struktur. Das ist ja vor allen Dingen wichtig. Ob das jetzt ein winzig kleines Häufchen ist, in das der Funke reintrifft, oder ein großes Häufchen, in das der Funke reintrifft, das ist ja gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist mehr eben die Struktur vom Zunder. Und jetzt kommt wieder dieses Wort, das ich ständig verwende. Das könnte man mal dann irgendwann auf meinen Grabstein schreiben. Spezifische Oberfläche heißt das große Geheimnis, was halt für Zunder eben wichtig ist, damit der zündet. Ne? So, jetzt machen wir spaßeshalber nochmal einen. Das müsst ihr aber nicht mit angucken. So, die standardisierten Zunder sind fertig. Das Messer ist im Bild. Das machen wir weg. Zack, da wo es hingehört. So, und jetzt machen wir das noch weg und fangen wir spaßeshalber wirklich mal an mit dem Light My Fire. Obwohl, ja doch, mit dem fange ich jetzt einfach mal an. Ich werde alles mit dem Striker vom Light My Fire strikern und alles mit der mehr oder weniger gleichen Methode, die da so aussehen soll, dass ich versuche, den Zunder quasi um das Ende vom Fire Steel zu drapieren, wie jetzt hier gerade geschehen, da fliegt die Hälfte weg, den machen wir noch wieder dazu. Und dann halt eben entsprechend versuchen, über die gesamte Länge vom Fire Steel
diesen hier. Ja, das hat schon recht gut geflammt. Aber ja, also die glühen sehr lange. Also das ist schon mal ein großer Vorteil. Also einzelne Funken von dem Ding glühen wirklich sehr lang. Das ist echt gut. Das muss ich ja zugeben, ne? So, gut, hat jetzt ein paar Strikes gebraucht, aber jetzt brennt's. Was man natürlich alternativ machen kann, ist hier Dauerfeuer. Das ist auch immer sehr effizient. Also so hier. Das geht auch sehr gut zum Sachen anzünden. Das will ich jetzt aber bewusst nicht machen, auch wenn das eine sehr effiziente Technik ist, meiner Erfahrung nach. Riecht schön. Aha, Kienspan. So. Alles aus, alles aus. Nächstes Häufchen. So, das sieht jetzt ein bisschen kleiner aus. Das ist halt klein wegen kompakter. Aber wie gesagt, die Größe sollte keinen großen Unterschied machen, wie groß jetzt der Haufen ist. Die sind ja alle groß genug. Und jetzt machen wir mal weiter mit dem Opinel. Der Opinel hat jetzt natürlich im Vergleich den Nachteil, dass der einfach kleiner ist. Da ist der Feierstil einfach kleiner. Es gibt also schon einen Zusammenhang, je größer der Feierstil, desto leichter lässt sich damit was entzünden. Das ist schon so. Aber jetzt wollen wir hier einfach mal vergleichen, mit welchen dieser teilweise handelsüblichen, teilweise auch nicht, Feierstils wir halt am ehesten, am besten was angezündet bekommen. Hoppla. Ja, da habe ich ein kleines bisschen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das hier jetzt eher einer der nicht ganz so toll performenden Exemplare sein könnte. Der hat auch schon relativ viele Scharten, weil ich ihn teilweise auch mit einem, sagen wir mal, suboptimal geschliffenen Messerrücken angestrichen habe. Es ist natürlich kein super wissenschaftlicher Vergleich, ne? Mal stelle ich mich vielleicht ein bisschen blöd an, mal ein bisschen weniger. Versuchen wir das mal spaßeshalber mit einer anderen Methode. Aber was wir halt nicht machen können, ist es auf den Zunder schieben, weil der ist ja identisch. So gut das geht. Also ich habe schon häufiger die Erfahrung gemacht, dass es mit dem Ding relativ schwierig ist. Ne? Der ist auch wie gesagt klein. Gott, oh Gott, oh Gott. Ist halt ein bisschen Fummlerei mit diesem winzigen Ding. Jetzt aber. Also, Opinel Feierstil, ja, auf jeden Fall, das ist definitiv mühsamer als mit dem Light My Fire, ne? Auch so nach meinen Langzeiterfahrungen, das ist definitiv mühsamer, das ist so. Ja, dann nehmen wir doch jetzt mal das Feuereisen, das ist also dieser, ich habe keine Ahnung, wo er herkommt. Vermutlich aus irgendeiner Werbeanzeige, wie gesagt, vor langen Jahren mal geschenkt bekommen. Den muss ich, glaube ich, etwas anders handhaben, weil der schmeißt den Funken. Ja, also ihr seht, es gibt immer einen Funken, wie schon gesagt, gefühlt gibt es etwa einen Funken und der ist sau heiß. Ja, und da ging er daneben. Ich glaube, den muss man wirklich so verwenden, dass man versucht, den einen großen Funken, ja, nicht nach da hinten, auch nicht nach da,
Ah, passt. Ja, geht nicht. Na, egal. Jetzt. Also das große Problem ist, dass der Funke einfach wirklich in den Zunder muss. Wenn man sich jetzt ein riesen Zundernest baut, also einfach flächenmäßig größer, dann könnte ich mir vorstellen, dass das mit dem Ding schon ganz gut funktioniert. Da war jetzt wirklich das Problem, das habt ihr hoffentlich gesehen, die fliegen immer sonst wohin, aber es ist schwierig halt eben zu treffen. Naja, gut. Also auch nicht so gut wie der Light My Fire. Wir nehmen mal den Instablaze. So. Das kann man halt mit dem Instablaze letztendlich dann sehr gut machen, diese Schnellfeuermethode. Ich glaube, man sollte wirklich, wie ich jetzt langsam so feststelle im Direktvergleich, die Variante zur Bedienung echt dem entsprechenden Fire-Stil, weil wie gesagt, die sind ja schon unterschiedlich vom Material, entsprechend anpassen. Weil die Schnellfeuermethode funktioniert mit dem Ding sehr gut. Probieren wir nachher nochmal, spaßeshalber. So, also... Ich glaube, der zweitbeste bisher, so bisher von der Performance am Kienspan. Dann habe ich hier noch das selbstgebastelte Teil. Das hat mir mal ein Zuschauer zugeschickt. Herzlichen Dank. Das ist vermutlich irgendein No-Name-Fire-Stil, so mehr oder weniger, die man halt ohne Griff und ohne alles einfach wirklich als reiner Metallstab sozusagen käuflich erwerben kann. Und das hat er mir auf den Kienspan draufgeklebt. Der hat schon deutlich abgenommen. Ich habe aber noch einen zweiten geschenkt bekommen, also herzlichen Dank, habe Vorrat. Ups. Ja, Handschuh ist natürlich, ich mache mir mit dem Handschuh erheblich weniger weh. Das macht schon Sinn, mit denen zu arbeiten, aber wenn dann der Kienspan dran kleben bleibt, ist natürlich suboptimal. Ja, also die Funken treffen. Sie scheinen, das ist auch wieder nur eine Vermutung, ihr dürft gerne philosophieren, sie scheinen nicht ganz so heiß zu sein. Also sie treffen zwar, aber ihr Entzündungspotenzial, sage ich mal, ist jetzt nicht ganz so hoch. Der Light My Fire Fire-Stil wirbt ja damit, dass er besonders heiße Funken machen würde. Oh, könnte zutreffen, ne? Ne? Aber das war jetzt auch nicht schlecht. Also ne? Schon auch nicht schlecht, würde ich sagen. So. Wir haben noch einen. Nämlich spaßeshalber hier den Mini Power Flint. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das kann dauern. Oh Jesus.
Da mache ich jetzt aber gleich die Schnellfeuermethode. So, Moment. Ja, der macht halt echt wenig Funken, weil er klein ist. Ich glaube, ich habe es sogar wieder ausgemacht. Jetzt. Ja, gut, ging. Ging. Okay, ich mache mal neue Zunderhäufen. Und dann machen wir nochmal im Vergleich beim Instablaze die Schnellfeuermethode und beim Light My Fire auch nochmal, spaßeshalber. Jawohl, wir haben neuen Zunder. Machen wir jetzt nochmal erst den Light My Fire. Yo, ich glaube fast, das kriege ich mit dem Instablaze auch nicht besser hin. Oh, na gut, ja, das kam überraschend. Ja, also man sieht, man muss wirklich die Strike-Methode in Anführungszeichen dem Fire-Stil anpassen. Ich glaube, der Light My Fire verzeiht da eher unterschiedliche Techniken, die man anwenden könnte, als das vielleicht ist dieser Instablaze tut. Da ist wirklich mit Abstand die beste Methode, damit irgendwie ein Feuer in Gang zu kriegen, diese Dauerfeuer-Methode. Und jetzt will man natürlich noch ganz klar darauf hinweisen, ich mache hier winzige Stichproben. Ja? Ich mache hier ein paar Mal ausprobieren. Das müsste man jetzt in größerem Umfang eben entsprechend mit mehreren Personen durchführen, wenn man da wirklich so richtig handfeste Ergebnisse haben wollen würde. So, versuchen wir das doch mal spaßeshalber alternativ mit etwas Birkenrinde. Die stammt alle vom selben Fund. Ist also daher auch in gewisser Weise etwas repräsentativ bzw. vergleichbar, wenn ich gleich nochmal eine andere Probe nehme. Mehr wäre natürlich einfacher, aber es soll ja mit wenig, ne? Das ist Absicht. Wenn man ganz viel Zunder nimmt, ist das total einfach. So. Dann nochmal der Instablaze. Ja. Also bei Birkenrinde kaum ein Unterschied feststellbar. Die sind preislich auch ungefähr übrigens gleich teuer. Nur so mal zur Information. Jetzt machen wir bei Birkenrinde spaßeshalber nochmal den ich geschenkt bekommen habe. Ja, muss erstmal aus sein. Hier also der No Name, der war ja auch nicht schlecht. Tja, ich habe übrigens auch mehr Übung im Birkenrinde bearbeiten, muss man dazu sagen. Also alles so circa dreimal, ne? So circa, na toll, jetzt brennt mir die bereitgestellte Birkenrinde auch gleich ab. Toll. Bisschen was konnte ich noch retten. Birkenrinde ist und bleibt halt einfach auch der ultimative Zunder. Ne? Kienspan, ja, schön und gut. Und es gibt sicher, mit hundertprozentiger Sicherheit gibt es da draußen irgendwelche Großmeister des Fire-Stils, die das alles grundsätzlich alles mit nur einmal Striken in Gang bekommen. Selbstverständlich.
Aber das hilft uns ja gar nicht weiter. Wir wollen ja wissen, welches könnte denn der beste Fire-Stil sein. So, gucken wir mal jetzt hier nochmal den Opinel. Ne? Also der bisher am miesesten performt hat. Ich streike jetzt mal mit dem Messerrücken. Dafür ist er ja gemacht, streng genommen. Der ist halt arg klein und hat halt nicht viel Platz zum Anfassen. Ja, ne? Also gehen tut der auch. Insbesondere bei Birkenrinde. Man darf auch nicht die Kleinen mit den Großen vergleichen. Eigentlich darf man das nicht tun. Da ich jetzt vergleichsweise viel Übung habe und wir jetzt vermuten, dass der Lightmice Dryer ja trotzdem immer noch der beste ist, kommt der jetzt nochmal und jetzt nochmal spaßeshalber mit dem Messerrücken angerissen, weil der hier hinten im Messer drin ist, der funktioniert ja auch quasi so. Ja, ja, mhm. Ja. Also ich glaube schon, dass wir eine gewisse generelle Überlegenheit auch über die verschiedenen Sorten von Fire Steel hinaus. Jetzt gucken wir mal, ob das gerade nur ein Zufall war. Machen wir gleich nochmal. Zufallsausschlussverfahren. Zack. Aber eine gewisse Überlegenheit scheint dieser Light My Fire Steel. Ja, das habe ich halt zwei gebraucht, aber ja, okay. Ne, also der scheint wirklich besser zu sein als die Konkurrenz. Ich mache uns noch einmal einen Kienspan. Und dann machen wir da auch nochmal mit dem Messerrücken. Ne? Ja, also da ist er auch mit Sicherheit vorne dabei. Also ich muss sagen, das geht im Schnellfeuerverfahren mit dem hier halt auch gut. Allerdings muss man dann auch so fair sein und sagen, da hat man natürlich einen riesen Abrieb, wenn man diese Methode macht. Hier mit dem zack, zack, zack und dann brennt's. Das ist natürlich effizienter. So, jetzt sieht mein Messer nicht mehr so schön aus. Aber um jungfräulich zu bleiben, ist es ja nicht da. Ja, ja doch, da war noch was. Jetzt fällt es mir doch wieder ein. Ich habe ja extra verschiedene Kienspäne. Ich habe hier einmal selbst gesammelt, also von jemandem selbst gesammelt und mir geschickt. Herzlichen Dank. Wollen wir mal den einfach testen? Das ist die letzte Lieferung sozusagen. Und ich habe hier den Rest eines selbstgesammelten und mir geschickt, den ich schon vor 2 Jahren bekommen habe. Weil es kursiert ja das Gerücht, und das ist nicht nur ein Gerücht, das ist schon richtig so, dass Kienspan im Laufe der Jahre so ein kleines bisschen weniger gut brennbar ist. Ne? Dass das Harz raus verdampfen würde, das ist flüchtig. Das stimmt zu gewissen Anteilen. Mancher Harz ist ja ein Gemisch aus vielen verschiedenen Stoffen. Und Teile davon sind tatsächlich flüchtig. Vieles bleibt aber auch bis in alle Ewigkeit erhalten. Guckt euch Bernstein an. Also teils. Aber wir können ja mal einfach schauen, ob wir in diesem ganz simplen Vergleich einen signifikanten Unterschied zwischen alt, frisch gesammelt und gekauft
feststellen können. Weil das hier ist der käuflich zu erwerbende, quasi super Kienspan, den auch Light My Fire verkauft. Den habe ich bisher jetzt auch immer benutzt. Und da gucken wir doch einfach mal, ob es da Unterschiede in der Performance gibt. Ich mache jeweils 2 Häufchen und dann nehmen wir jeweils für alles den Light My Fire, Fire Steel. Und dann haben wir das auch noch ausprobiert. Und dann habe ich viel gezündelt und bin glücklich und kann wieder nach Hause gehen. So, weiter geht's. Nochmal kurz zur Erläuterung. Der kaufbare Kienspan, wie der im Vergleich zu den anderen sich verhält, ist von daher besonders interessant, weil der kaufbare laut Angaben von jemandem, der mal an einem Light My Fire stand, auf dem Winter-Tollwood in München, das ist so eine Messe für verschiedene, ja, teilweise auch so Naturgüter, da stand einer und da gab es eben entsprechend einen Light My Fire Stand und der hat mir erklärt, dass dieser Kienspan, den sie da verhökern, ich habe mir auch mal privat welchen gekauft, also selber welchen gekauft, dass der von Pinus radiata wäre. Ne? Und das ist tatsächlich eine andere Kiefer als unsere einheimische. Also das hier ist der kaufbare. Die häufigen dazu sind diese hier. Pinus radiata angeblich, wie gesagt. Das kann man so, wenn man nicht ein Mikroskop hat, am Holz nicht erkennen. Dann habe ich hier den alten Pinus silvestris, also unsere Waldkiefer. Das sind diese beiden. Oh, das mit dem Handschuh ist echt... und dann habe ich den neueren Pinus silvestris. Jedenfalls ist der vergleichsweise frisch. Das sind die Häufchen dazu. Und ja, das probieren wir jetzt einfach mal aus. So, wo habe ich denn? Ah ja, da ist der Light My Fire. Ich nehme wieder den Klingenrücken und ich nehme mal zuerst den alten mir zugeschickten Pinus silvestris. Und da brennt er. Also 3 Versuche. Wir machen gleich den zweiten Haufen. Und da brennt er. Also der brennt hervorragend. Also da scheint, also das Alter scheint jetzt nicht ein Problem zu sein. Ne? Also er müsste wirklich sehr, sehr alt sein, dass ich zumindest aus wissenschaftlicher Sicht bestätigen kann, dass Harzinhaltsstoffe dann irgendwann verdampfen. Ne? Das kann ich aus wissenschaftlicher Sicht für ganz altes, harziges Holz, da ist das so. Ja, irgendwann, aber auch nur Teile und ob das jetzt unbedingt die brennbaren Teile sind, das weiß ich einfach nicht. Die Wissenschaft interessiert sich nicht so sehr für die Anzündfähigkeiten von Kienspan. Da gibt es keinen wirtschaftlichen Verwendungszweck mehr für, seit das Mittelalter vorbei ist. Ne? Machen wir mal spaßeshalber weiter mit dem neuen. Also dem neuen kaufbaren, der eben Pinus radiata sein soll, ja angeblich, laut Light My Fire, also dem Mann am Stand, ich will jetzt nicht sagen, dass die ganze Firma das sagt, nur der Mann am Stand hat das gesagt, sei das super toller, ja, super Zunder. Da habe ich jetzt vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt. Ne, wir haben das ja eben ewig viel mit rumprobiert und so gut ging es jetzt selten. Ich kriege langsam auch ein gewisses Maß an Übung. Also schlechter ist der auch nicht, ne? Schlechter nicht. Aber jetzt auch nicht so super leicht entzündlich, dass ich jetzt sagen würde, okay, der gekaufte ist viel, viel, viel besser. So, und das hier, das ist jetzt der frische, selbstgesammelte. Ich bin der Meinung, das habe ich mal daheim im Keller getestet, der brennt viel intensiver. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber
Das ist ungefähr vergleichbare Mengen, also so vom Runterschneidaufwand. Vielleicht ist es ein kleines bisschen mehr, aber nichtsdestotrotz habe ich echt den Eindruck, der brennt viel intensiver, da ist mehr Harz drin. Ja, und ein kleiner Einschub. Ich habe mir nämlich die einzelnen Kienspäne nochmal daheim angeguckt, in Ruhe. Auch noch die anderen, die ich davon habe. Ich habe da ja jeweils mehr als nur ein Stück. Und bin dann zu dem relativ eindeutigen Ergebnis gekommen, dass der, den wir jetzt zuletzt gesehen haben, der am besten gebrannt hat, tatsächlich ja erstens der frischeste ist, was dann die Theorie, dass Harzinhaltsstoffe zum Teil flüchtig sind und zum Teil im Laufe der Zeit ja verdampfen oder verschwinden oder zumindest nicht mehr so gut brennbar sind, so ein bisschen bestätigen würde. Und zweitens ist der zuletzt verwendete auch derjenige mit der engsten Jahrringstruktur, das heißt einfach die Rohdichte vom Holz per se, mal gar nicht vom Harz, um gar nicht vom Harz zu sprechen, sondern einfach die Rohdichte vom Holz per se ist höher. Wir haben hier also quasi mehr brennbare Masse in unserem Häufchen von Kienspan und deswegen brennt das natürlich auch nochmal ein bisschen besser, ne? Aber es ist schon ein bisschen ein gewisser Trend möglicherweise feststellbar, aber das ist ja alles viel zu sehr Stichprobe, um da wirklich exakte Aussagen machen zu können. Ich muss mich rauszoomen. So, wir bräuchten standardisierte Holzproben. Wir müssten genau wissen, welche Baumart das ist. Die müssten alle die gleiche Holzfeuchte haben. Wir müssten das noch öfter wiederholen. Wir müssten eine Mechanik haben, die immer exakt dieselbe Strike-Technik mit derselben Masse an Material, was hier abgekratzt wird, verwendet. Das müsste alles viel standardisierter sein. Das Einzige, was wir jetzt hier draus quasi feststellen können, ist, und da muss ich euch leider enttäuschen, dass das, was die meisten schon gesagt haben, die mal Feierstile verglichen haben, dass ihm grundsätzlich jeder Feierstil irgendwie funktioniert und dass wir noch keinen Feierstil gesehen haben, der nicht funktioniert und mit dem man nichts anzünden kann. Dass es also wirklich eher auf die Technik ankommt und es im Grunde relativ wurscht ist, ob man sich jetzt einen super teuren kauft oder halt einen günstigen. Wobei ich schon der Meinung bin, also jetzt bei meinem so Direktvergleich, dass die beiden teuren, also auch der andere, der halt ein bisschen anders funktioniert, aber auch der, dass die wohl ein bisschen besser echt Feuer machen als so die ganz, 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 ganz günstigen. Der Meinung bin ich. Und was den Kienspan angeht, haben wir jetzt tendenziell vielleicht, dass dieser neuere, dass der vielleicht ein kleines bisschen besser ist als die anderen, weil er gefühlt ein bisschen länger brennt. Aber von der Zündfähigkeit her gibt es scheinbar keinen sonderlichen großen Unterschied. Der Kaufbare ist auf jeden Fall gut. Der Kaufbare ist gut. Muss man den kaufen? Mit Sicherheit nicht. Also wenn man wirklich selber welchen finden kann und sich den dann sogar noch in so schöne entsprechende Stäbchenform hier, in diese ansprechende Stäbchenform, weil der ist ja auch in dieser ansprechenden Stäbchenform. Sogar, na, nicht ganz so lang, aber ja. Oh, und die riechen halt immer noch sehr gut. Und ja, also da kann man dann entsprechend rumexperimentieren und kommt zu dem Ergebnis, dass es wohl nicht so entscheidende Unterschiede entsprechend macht. Ja, alles Weitere habt ihr gesehen. Das ging ja jetzt auch lang genug, aber mir macht Spaß. Mir macht sowas wahnsinnig Spaß und vielleicht ja für den Besitzer eines Light My Fire Fire Steels irgendwie eine Bestätigung, dass der auf der Beste ist. Oder halt auch eine Bestätigung für diejenigen, die keinen haben, dass ihrer vielleicht nicht der Beste ist, aber auch funktioniert und halt eben einen Bruchteil gekostet hat. Wie ihr wollt, könnt ihr das jetzt interpretieren. Mir ist es wurscht. Ich sage danke fürs Zuschauen und tschüss.